Hallo zusammen, bald ist Halloween und ich habe gedacht, ich mache etwas, was zu diesem Tag passt. Und eigentlich mag ich keine Spinnen, aber diesmal möchte ich ein Spinnennetz machen und in der Mitte wird natürlich eine schwarze Spinne sitzen. Dafür nehme ich so einen Rahmen mit schwarzem Hintergrund. Das ist Sand, glaube ich. Und alles, was ich machen will, werde ich sofort hier machen. Ich nehme eine Münze und klebe sie dort, wo die Mitte vom Spinnennetz sein wird. Ich will, dass das ein bisschen so auf der Seite bleibt, nicht in der Mitte. Diese Fläche unter der Münze bleibt nicht bestickt, weil genau dort die Spinne sitzt und sie bedeckt mit sich dann diesen Platz. Zuerst klebe ich die Münze an. Jetzt nehme ich eine Nadel und weißen Faden. Für das Spinnennetz habe ich silberne Perlen ausgewählt. Die Idee ist, dass ich zuerst die langen Faden mache, zuerst so ein paar Stück, und ich befestige den Faden am Rand. Ich habe sowieso ungefähr 7 mm Platz, weil der Rahmen dort anfängt nach 7 mm, und unter dem Rahmen dürfen auch keine Perlen sein, sonst sitzt alles schräg. Und von hier führe ich Perlenfaden bis zur Münze, dann gehe ich unten durch und dann sammle wieder Perlen und so mache ich noch einen Faden und so weiter. Und wenn ich dann mit dem Teil fertig bin, kann ich dann die kleinen Fäden machen. Jetzt habe ich all diese Fäden angenäht, so sehen sie aus. Und jetzt mache ich die kleinen dazwischen. Ich werde die langen auch mit den kleinen ein bisschen befestigen. Man sieht nicht, dass sie nicht fest angenäht sind, aber ich will sie einfach ein paar Mal befestigen, damit sie besser sitzen.
Damit ich diese kleinen Fäden machen kann, sammle ich Perlen auf die Nadel und dann führe ich die Nadel. Ich lege den Faden auf, diesen Perlenfaden, und führe die Nadel nach unten und dann sofort nach oben. Und dann ziehe ich das Ganze. Der Faden legt sich zwischen den Perlen und so bleibt alles fest angenäht.